Oh hey da, was geht ab Leute? Und hier zu später Stunde nochmal. Komm von der Rage-Stunde, hab was gegessen, hab ein bisschen gechillt und jetzt hau ich nochmal das Video raus. Und zwar wurde heute nochmal ein Event angekündigt von Niantic. Februar geht ab, ich habe ein Video dazu gemacht, so viele Sachen kommen im Februar. Und zum Abschluss vom Februar und zum Abschluss dieser Event-Reihe gibt's noch eine Feier zum Pokémon Day. Und ja, was soll man sagen? Erstmal zusammengefasst, was kommt alles? Es kommen eine Menge Shinies. Und eine Menge Shinies mit Hüten. Es kommt Pikachu mit Hut, Partyhut. Gab schon, kennen wir schon. Habe ich schon. Ich habe, glaube ich, sogar einen Shiny mit Partyhut. Dementsprechend juckt mich nicht. Und Evoli, potenziell Shiny mit Partyhut. Die Frage ist jetzt dann, ob man den durchentwickeln kann. So wie Blumenkranz Shiny Evoli. Weil das war ja sehr leidend für die ganzen Hutsammler. Und ganzen Formsammler. Da jede Form in Shiny Evoli mit Hut zu bekommen. Also Shiny Flamara, Hut und sowas. Was für Hut? Blumenkranz. Und falls das jetzt sich wiederholt mit dem Hut, dann wird es halt nochmal leiden, weil das halt so viele Entwicklungen. Dann die Gen 1 Starter, Bisasam, Glumanda, Shigi. Potenziell Shiny mit Hut aus den 7ern. Es entwickelt sich langsam so ein Trend von Niantic, wo die bestimmte Sachen in Eier stecken, damit wir halt mehr Geld ausgeben, mehr Blüten und so weiter. Und es macht sich halt immer mehr bemerkbar und die Leute ärgert es halt auch immer mehr. Vor allem für jetzt die ganzen Shiny-Varianten, Hutsammler und so weiter und so fort. Die müssen halt rein cashen. Anders kann man es halt nicht bekommen, außer durch Brüten. Ziel von Niantic erreicht. Cash, cash, cash. Erst neulich haben wir es gesehen beim Lunar New Year Event mit den 7ern und Flampion. Aber hey, solange es funktioniert und Niantic Geld macht, kann man es denen nicht vorwerfen. Ich habe vergessen zu erwähnen, die Starter, die Shiny sein können. Erstens ist es ein neuer Trend. Wir hatten es ja beim Halloween Event mit dem Kostüm. Und zweitens, die sind wahrscheinlich nicht entwickelbar, weil Glumanda, Shigi und Bisasam mit Kostümen waren jetzt auch nicht entwickelbar. Was natürlich gut ist, weil die ganzen Sammler bräuchten sonst jeweils 3, also 9 neue Shiny-Hut-Varianten. Und ohne Entwicklung sind es halt nur 3. Zwei andere Shiny-Hut-Varianten sind Nidorino und Gengar. Die kriegen sogar einen eigenen Raid-Day zusammen. 5 freie Pässe, da sagt man nie nein, aber ja, machst halt deine 5 freien Pässe, vielleicht kriegst du einen Shiny, vielleicht nicht. Also ich zumindest. Ich werde die jetzt nicht extra jagen. Ich werde die freien Pässe wahrscheinlich irgendwie an X-Ray-Arenen verspielen oder sowas. Für eine mögliche Einladung. Aber auch die kann man wahrscheinlich nicht entwickeln, beziehungsweise Gengar ist ja schon entwickelt, aber Nidorino Shiny Hut kann man wahrscheinlich nicht zu Nidoking mit Hut entwickeln. Aber wir sehen einen neuen Trend. Niantic sieht, okay, hey, Pikachu kann man in so vielen Varianten raushauen. Machen wir das einfach mit allen Pokémon. Wieso nicht? Bevor der C-Day rauskam, also der mit Rihorn jetzt und bevor wir abstimmen konnten, hatte ich die verrückte Theorie, die bringen einfach jedes C-Day-Pokémon nochmal, aber mit einem C-Day-Hut. Das heißt, Bisasam, C-Day und so weiter und so fort mit Hut. Und so verrückt war die Idee gar nicht, denn jetzt bringen sie echt alles mit Hut. Wirklich alles kommt mit Hut nochmal. Und Shiny, weil Shiny muss ja sein. Wie stehe ich dazu? Moment, kommen wir später dazu. Erstmal noch hier die Event-Sachen. 1. März ist es übrigens. Von 2 bis 5, 3 Stunden haben wir Zeit und ja, können ein bisschen raiden, wieso nicht. Dann kommt auch noch zurück in die Raids, Mewtwo mit Rüstung. Also ich habe keinen guten, ich werde ein paar machen. Arena Punkte, 100er Rüstungs-Mewtwo, wieso nicht. Es gibt Schlimmeres auf jeden Fall. Klar, der ist halt schlechter als der reguläre. Zumindest kriegt der Psychostoß, was ihn dann besser macht anscheinend, als den vom letzten Jahr. Aber wirklich Nutzen hat er momentan nicht, aber PvP-Liga, dies, das, ist ja im Kommen, mehr und mehr spielen das und möglicherweise da ein guter Kandidat. Aber wie gesagt, ich brauche noch einen guten, nehme ich mit. Dann in die 4er-Raids kommen Klon Glurak, Klon Turtok, Klon Bisasflor. Also für mich, ich unterscheide da nicht zwischen Klon und irgendwas mit einem Hut. Es ist einfach genau dasselbe, nur ein bisschen abgeändert. Ob es jetzt einen Hut auf hat, oder von der Hautfarbe her oder irgendwie ein bisschen anders aussieht und Klon ist oder Rüstung jetzt, ist ja im Grunde genommen einfach genau dasselbe. Dasselbe Pokémon, nur in leicht verschiedenen Formen. Ob du jetzt einen Klon Glurak hast oder einen Glurak mit Mütze oder einen Glurak mit Tattoo, was weiß ich. Glurak mit nur einem Arm, Glurak mit Rüstung. Im Grunde genommen ist es einfach nur ein Glurak, das ein bisschen anders aussieht. Aber, yo, für Niantic ist es neues Income, neuer Cashflow für euch, für uns Spieler an sich. Für mich jetzt nicht, weil ich sammle keine Formen. Ich brauche nur eins von jeder Sorte. Deswegen juckt mich das so null. Und deswegen mache ich mir auch gar keinen Stress und das geht mir so vorbei. Aber in der Community macht es halt
sorgt es halt für Aufruhr, weil ja, ist halt immer dasselbe, nur wiederverwertet, nur in ein bisschen abgeänderter Form, was an sich nicht schlimm ist, meiner Meinung nach. Und solange Nike Geld damit machen kann, ja, werden sie es halt weitermachen. Glaub mir, in einem Jahr, in zwei Jahren gibt es einfach alles, wirklich jedes Pokémon mit Hut, Klon mit Hut. Habe ich ja eh schon mal erwähnt, dieses, es gibt dann Krypto, Shiny, Lucky, mit Hut, Klon, Rüstung. Glaub mir, das wird kommen. Und solange wir da mitmachen, ja, kann Niantic sich das erlauben. Und das war's dann auch schon mit dem Event. Und zweimal Spezialtausch am Tag werde ich mir gönnen. Vielleicht fahre ich nach Kassel, weil ich habe da 8 Glücksfreunde. Das heißt, 4 Tage muss ich da sein, um alle Glückstausche abzutauschen. Aber ja, schauen wir mal, ob ich einfach 4 Tage wegfahren kann. Auf jeden Fall, ja, das mit dem Kostüm. Keine Ahnung, ich finde es jetzt nicht so schlimm. Ist halt, man muss halt Content clearen. Und Pokémon hat halt nur eine begrenzte Anzahl an Pokémon. Und wenn Niantic da verschiedene Formen noch raushaut und die Leute trotzdem noch bereit sind und interessiert sind an den Sachen, ist halt nicht so schlimm. Klar, es gibt halt welche, die jetzt überfordert sind, sag ich mal, weil, also es gibt zwei Camps. Die einen, die sind halt überfordert, weil die halt alles sammeln wollen und jetzt kommt so viel und die wissen, das ist halt die Angst. Ich kenne diese Angst. Das ist halt diese Angst, dass sie ihre Sammlung nie voll bekommen, weil es kommt immer was Neues. Niantic hat unendlich Grenzen. Digga, die können 100.000 verschiedene Glumanda, Shigibi, Sasamo und Pikachu rausbringen. Und die Sammler, die alles sammeln, Digga, die werden nie fertig. Und die haben diese Furcht, diese Angst in ihrem Herzen. Und deswegen machen die jetzt Panik. Und dann gibt es halt die anderen, die es nicht sammeln und die juckt es nicht und die sind halt gelangweilt davon, dass immer wieder dasselbe kommt und die das halt nicht sammeln. Und dann gibt es halt noch die dritten, denen ist alles egal. Hauptsache irgendwas umsonst. Ich bin echt froh, dass wir nicht die verschiedenen Formen sammeln, sondern einfach nur ein Shiny Lucky. Kann schon verstehen, wieso man leicht überfordert drin ist. Aber ja, eure Meinung dazu unten in den Kommentaren. Was haltet ihr jetzt von den ganzen Hut-Pokémon und natürlich der neue Trend, dass halt nicht nur Pikachu ist. Früher war es halt ein netter Gimmick, nur Pikachu, okay. Bringt halt so viele Pikachu wie ihr wollt, jedes Mal ein anderes. Aber jetzt ist halt auch noch Radikal, wohin genau, Wampel, die kennen keine Grenzen mehr. Glumanda, Shigi, Bisasam, was jetzt noch, Nidorino, Gengar, die können echt jedem Pokémon einen Hut aufsetzen. Kennt ihr diesen Meme? Boah, wenn ich den finde, das von Simpsons, dieser Meme, wo Lisa und das mit der Puppe und die prangert halt die ganzen Leute an, dass halt immer wieder dieselbe Puppe ist, nur mit anderen Anziehsachen. Und trotzdem gehen die Leute so krass ab auf Malibu Stacy oder so. Das ist halt im Grunde genommen genau dasselbe. Es ist immer wieder dasselbe Pokémon, nur unterschiedlich im Aussehen. Ob man es jetzt sammelt oder nicht, ist jedem selber überlassen. Muss man jetzt so viel Panik machen? Muss man jetzt Santi so richtig fertig machen deswegen? Ich weiß nicht, ich würde nicht sagen, dass denen die Ideen ausgehen, aber hey, wenn es läuft, don't change a running team, sagt man ja so. Wenn ein Format läuft, jeder YouTuber, wenn er sieht, ein Format läuft, der bringt auch 1000 Folgen von dem Format raus. Wieso nicht? Also Niantic, viel Spaß mit den ganzen Varianten und Geldmacherei. Was ich euch nicht vorwerfe, gönnt euch. Ihr seid clever und ihr macht eine Menge Geld und das habt ihr auch verdient. Jeder, der sammeln will, soll Spaß dran haben zu sammeln. Hoffentlich verzweifelt er nicht an den ganzen Formen. Jeder, der es nicht sammelt, ja, hoffentlich findet ihr andere positive Aspekte, Sachen, die euch interessieren während des Events. Wie mich zum Beispiel das mit den zweimal Tauschen und dem Rüstungsmittel. Alles andere juckt mich so null von diesem Event. Und 5 Reihenpässe, klar. Auch wenn mich Nidorino und Gengar mit Hut nicht jucken, die 5 Reihenpässe nehme ich mit. Arena-Punkte auf Niantics Nacken. Das war's von mir, Leute. Eure Meinung zu den ganzen Hüten und den Kommentaren. Wie immer, liken, subscribe, kommentieren. Checkt die Videos ab, folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.